Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid, dass du in meinen Kanal hineinschaust. Freut mich sehr. Heute habe ich diese Winter-Weihnacht-Advents-Deko für dich, für euch. Ich hatte das auch schon mal für den Herbst gezeigt in dieser Form. Und wie man den Kranz wickelt, das zeige ich jetzt da wieder. Und dann ist es diesmal die Winter-Weihnachts-Deko, beleuchtet mit viel Natur, die du nicht nur in so einer Glosche, in so einer Haubendeko machen kannst, sondern es gibt auch hohe Kuchenplatten, Glasplatten. Sieht ganz toll drauf aus. Oder ein Tablett oder ein Dekoteller. Oder, was auch toll aussieht, sind Backformen aus Metall, die für einen Obstboden, Tortenboden, sogar in der Kastenform lässt sich das ganz toll machen. Dann musst du noch ein bisschen auffüttern. Am besten unten Zeitungspapier hinein, dann mit Moos aufgefüllt und dann kann man oben wirklich ganz toll dekorieren. Oder du legst unten ein Kaminholz, ein Brennholz ein in die Kuchenformen, die tiefer sind und kannst dann da drauf dekorieren. Also ruhig alles verwenden, was man so hat. Und hier ist viel Natur, schön beleuchtet und wie einfach das geht, das möchte ich dir ganz gerne jetzt zeigen. So, in meiner Winter-Weihnachts-Werkstatt funktionieren wir jetzt die Glosche, also die Deko vom Herbst um in eine tolle Weihnachts- und Winterdeko. Wir hatten den Kranz zusammengeflochten, das zeige ich natürlich auch. Und auch das natürliche Dekosträußchen, was in der Mitte liegt, kann man jetzt so nehmen, wie es ist. Und vielleicht im Regal. Oder ein Deko-Glas, dann kannst du noch beleuchten, aber nur LED, weil das wird nicht heiß und dann brennt es nicht. Ganz, 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 ganz wichtig. So, und dann haben wir hier wieder die Grundlage. Der selbstgemachte Kranz. Bisschen Moos hinein. Wenn man hat, was auch ganz toll aussieht. Ich arbeite ungern mit Lebensmitteln. Wenn ihr öfters bei mir seid, wisst ihr das. Aber so abgelaufene Sachen wie zum Beispiel Kokosflocken, die sind super als Schneeersatz, sehen wirklich ganz edel aus. Milchreis, obwohl der läuft auch nicht ab, den könnt ihr 3 Jahre später auch noch verwenden. Und das sieht dann auch toll aus. Oder man nimmt einfach kleinen weißen Kies, den man auch immer wieder neu verwenden kann. Und da machen wir jetzt eine tolle Deko hinein in die Grundlage des Kranzes. So, was sieht man? Alles grün. Ich habe jetzt erstmal lauter Ranken aus dem Garten geholt. Efeu, Brombeere, man kann Zweige der Birke nehmen, man kann Clematis nehmen, echter Wein, wilder Wein, Himbeeren, alles was rankt. Weide ist ganz toll. Und dann müssen erstmal alle Blätter runter, damit man einzelne Ranken bekommt. Und das ist das Erste, was wir machen müssen. Du kannst wirklich alles nehmen, was rankt im Garten und das dann schön eintrocknet. Wie gesagt, Birke ist ganz toll, gerade wenn man jetzt so einen Windbruch hat und das liegt dann unter der Birke, einfach genommen. Weide, gerade Äste abgeschnitten, auch nicht nur vom Baum, sondern auch von den Hecken, die Weide. Auch eine tolle Idee ist, ich zeige es mal gerade, Korkenzieherhasel. Das ist genau dieselbe Art zum Wickeln, nur halt
Der Draht wird weitergewickelt, weil einfach diese, ich sag fast Locken entstehen, diese Windungen. Und dann hat man einen tollen Kranz in Rund. Und ich mache die auch ganz gern oval, damit ich sie auf Blumenkübel, auf Blumenkästen legen kann und als Deko. So, jetzt brauchen wir erstmal Ranken ohne Blätter. So, jetzt brauchen wir die Ranken, ein Wickeldraht, eine Schere oder eine Zange. Grün den Wickeldraht oder Silber oder Glitzer, kommt immer drauf an, für was man es verwendet. So, die einzelnen Ranken werden zusammengelegt zu einem Strang, aber bitte darauf achten, nicht immer nur auf einer Seite das stumpf abgeschnittene, sondern wechseln. Einmal das stumpf abgeschnittene, dann wieder die Ranke. Sonst wird das wirklich unschön. Die legen wir wirklich komplett zusammen. Einfach erstmal übereinander zu einer langen Schlange. Ruhig verschiedene Arten zusammen. Hier ist jetzt wieder ein Efeu. Die Blätter, die noch übrig sind, kann man dann auch abzupfen. Und dann muss man gucken, einfach wie dick oder ja kräftig man den Kranz haben möchte. Kommt immer drauf an, für was der ist. Ein Adventskranz, was kräftigeres für einen Kranz, der jetzt in den Gesteck eingebracht wird, vielleicht ein bisschen weniger. Dafür aber im Durchmesser größer oder kleiner, das muss man mal gucken. So, die liegen zusammen. Und jetzt muss man, wenn man es nicht wild machen will von der Größe her, seine Platte haben oder wo man es drauflegen will. Eine Kuchenplatte, ein Tablett, eine große Glasplatte, in den Korb rein oder so, das ist egal. So, und dann habe ich die Zweige unterschiedlich rumgelegt, will ich mal sagen, ne? Wie ich erklärt habe. Schöner Anfang gleichmäßig. Ich hoffe, man sieht es genau. Da ist noch. So, Anfang zusammen. Den schlingen wir dann sowieso nochmal übereinander. Und da ist auch mal ganz schön, wenn man vielleicht ein bisschen was Dickeres und Dünneres hat. Aber es geht auch wirklich komplett nur zum Beispiel mit Birkenzweigen. Die sehen super aus. So, jetzt habe ich es zusammen. Da ist noch eins. Andersrum. So, und dann mache ich meinen Anfang schon mal mit dem Draht. Den wickel ich am Anfang wirklich feste drumherum, abgerutscht, und lass noch mal überstehen. Also so 10, 15 Zentimeter, weil das brauche ich zum Verbinden. So, hier, das steht über, und dann ganz feste drücken. So, das erstmal liegen lassen. Und jetzt das Ganze zu einem Buschel zusammennehmen. Und gucken von der Größe her. Wenn es bricht, das sind die Größeren, sondern das ist nicht so schlimm. Also die dickeren. Das, was jetzt wirklich schön zusammennimmt, erstmal zu einem Kreis, passen auf die Unterlage. Ne? So übereinander. Richtig feste drücken. Wir machen es dann noch zum richtig rund, wenn wir die Grundform haben. Was zu lang ist, wird abgeschnitten, kann man dann nochmal verwenden. Und dann gucke ich, wie passt es drauf. Und wenn ich meine Größe habe, das hier ist schon mal, das kommt noch schon mal weg. Das ist, ja, die dünnen nehme ich noch zusammen. So, und dann fange ich an. Ich habe es jetzt zusammen, die stehen noch ab, aber ich habe meinen Anfang, da wo ich jetzt gerade befestigt habe. Und dann gehe ich rundherum und ziehe mir das mit dem Draht ganz, ganz feste. Wie gesagt, was wir nicht brauchen, wird dann abgeschnitten. Dann nehme ich aber auch hier hinten schon die Äste dabei, die überstehen. Das lasse ich gerade hängen. Und wieder. Moment, ich habe immer Angst, ich habe die Kamera dabei. Wohl. So, komm dann mit den Überständen und drehe das erstmal mit. Das war jetzt besonders lange. Schön übereinander, dass sie gleichmäßig sind.
nachziehen, nachdrücken. Danach. So, und wenn die alle extrem übereinander liegen, wird gewickelt. Wenn man jetzt so ein ganz langes noch hat, sieht auch toll aus, wenn man das durchschlingt. So. Ne? So, durchschlingt und dann weiter wickelt. So, immer mal das nachziehen, wenn die abstehen hier, dann wirklich das suchen, wo es absteht und immer schön drehen. Reinstecken. Was so übersteht, schneiden wir dann weg. Und jetzt wird befestigt. Wirklich den Draht ganz, ganz fest um das Ganze wickeln. Das ist nicht besonders toll, dieser Draht. Der ist mir empfohlen worden, aber der ist viel zu weich. Also normaler Metallwickeldraht ist viel schöner als hier das Kunststoffzeug. So, und dann immer weiter rundherum. Und feste Wickel. Und wie gesagt, man kann auch mal noch mal nach innen gehen und das innen rein und dann wieder nach außen bringen, wie man das möchte. Gerade der Efeu eignet sich da super zu. Und dann wird einmal rundherum gewickelt. Und das mache ich jetzt erstmal und tue dann auf. Und genauso geht es auch mit der Korkenzieherhase. Da muss man dann aber wirklich einen festen Draht nehmen und nicht so einen weichen, wie ich hier jetzt da empfohlen bekommen habe. Der ist nicht. So, jetzt ist es soweit fertig gewickelt. Großzügig den Draht abschneiden. So, und dann eine Schlaufe, eine doppelte nehmen mit dem Finger. Hier ist das Ende und gut verdrehen. Erstmal hält man den Hornaufhänger gleich und zweitens mal hält es. Wenn ihr frische Zweige habt, trocknen die manchmal noch ein, da wird es lockerer. Das schneide ich ab. Das auch. Ja, schön Ordnung auch reinbringen. So, wenn das lockerer wird, gar kein Problem. Dann einfach mal so an den Draht gehen, an der Unterseite und das so verdrehen. Und dann ist es wieder ganz feste. So, und das ist jetzt der Kranz. Und den kann man wirklich dann drücken, damit der ganz gerade wird. Vielleicht noch ein bisschen nachschneiden. Und schräg abschneiden. Das ist dann sowieso die Unterseite. Und dann hat man einen Kranz fertig. Und jetzt hier wirklich eine ganz besondere Blumendeko ist, möchte ich gerne noch ein Spitzenband drumherum bringen. Da mache ich meistens am Anfang einfach in ein Stückchen Draht, was so übersteht, fädel ich auf und dann gehe ich ganz großzügig drumherum. Ziehe gut fest. Wie gesagt, wenn es frische Äste sind, dann trocknen die noch ein bisschen weg. Und dann kommt gleich so dieser Chevy Chic Look allein schon mit dieser Spitze. Und das kann man dann den Kranz immer wieder für viele andere Sachen auch verwenden. So, bin ich wieder vorne, schneide ich ab. Ich finde es immer toll, wenn so eine Deko wenigstens teilweise schon mal ein bisschen fixiert. Und dann habe ich hier so eine ganz kleine Holzscheibe, eine halbe. Und dann kann ich schon mal ein bisschen aufkleben die Bäume. Dann kullern die nicht so durch die Gegend. Und das verwende ich natürlich dann für andere Dekos auch immer wieder. Und dann machen wir uns so eine kleine Landschaft mit. Und die setzen wir dann mit rein. Und dann hält das.
Und dann kullern die nicht so, was immer ganz wichtig ist, auch wenn man es gestaltet auf einem Tablett. Es muss ja nicht unbedingt die Klosch sein, es kann auch ein Tablett sein, eine Kuchenform. Ganz toll sehen für Obstkuchen die Formen aus, wenn man die nimmt, aus Metall, die schwarzen oder goldfarbenen oder so. Und dann habe ich so eine kleine Grundlage mit den Bäumchen. Und das habe ich hier auch schon mal vorbereitet auf einer Holzscheibe. Auch mit den Bäumchen im Stern, einem Nikolaus. Und das immer wieder toll beleuchtet, auch mit LED. Ne? Nur LED verwenden, keine Werbung. Es wird einfach nicht heiß und deswegen kann man es super verwenden für innen und für außen. So, die Deko soll ziemlich natürlich sein, deswegen den Kranz. Ich habe ihn ein bisschen größer gemacht, damit man dann ein bisschen anheben kann, damit er so schräg drin sitzt. Machen wir dann. So, dann kann man die Bäume ganz toll einstellen und hat dann eine richtig tolle Grundlage für den hinteren Teil. Dann habe ich einfach Zapfen, die habe ich noch ein bisschen eisig gemacht. Da gibt es ein extra Tutorial, wie wir das mit handelsüblichen Sachen umweltfreundlich selber machen können. Geht total easy, ist eine tolle Bastelei für Kinder. Wichtig ist, dass man es auf Backpapier macht, da klebt da nichts und das sieht richtig hübsch aus. So, einfach mal Zapfen dazu. Wenn man möchte und hat vielleicht noch draußen Hortensien. Die ist jetzt schon mal eingetrocknet. Das sieht auch ganz, ganz toll aus, ein bisschen groß. Kann man sich was Kleineres rausnehmen. Die kann man auch toll einsprühen in Silber, in Metallic Grün, in Gold. Und das mag ich immer sehr, so ein bisschen Natur mit reinbringen. So, jetzt einfach die Zapfen. Kann man jedes Jahr aufs Neue wieder verwenden, gar nicht immer was Neues kaufen. So, dann habe ich nochmal goldene Bäumchen und habe ich einfach ein bisschen Sisal drumherum gemacht. Und die setze ich mir auch noch ein. So wie so ein süßer kleiner Winterwald. Die gibt es sogar beleuchtet. Mal sehen, ob es noch geht. Auch total süß. So, und dann habe ich nur ein kleines Rehkitz, einen Hirsch, ein Elch, was du so hast, verwendest doch einfach die Deko, die du zu Hause hast. Muss nicht immer was Neues sein. Ein Schneemann, ein Engelchen oder wenn Kinder dabei sind, dann kann man auch mal vom Playmobil irgendwas Hübsches nehmen. Keine Werbung. Haben die Kinder halt zu Hause. Und dann habe ich noch Holzsterne. Das sind jetzt Sterne, die sind geschnitten aus einer Kokosnuss, was ich so toll fand. So immer Natur. Das finde ich am schönsten. So, und die setze ich einfach noch ein. Wenn dann bei mir halt der Deckel drauf ist, sozusagen, dann, dann muss man es noch mal ein bisschen ausrichten. Der Zapfen ist ein bisschen groß. Man soll ja es mehr sehen. So. Könnte man natürlich jetzt auch mal ankleben, dann wird es auch halten. So, Grundlage. Jetzt die Lichterkette hinein. Meine ist mit Zeitschaltuhr, ist immer ganz einfach. 6 Stunden an, übrige Zeit aus. Aus Draht, was immer so richtig schön ist, dann kann ich es wirklich in die Deko reinwickeln sozusagen. Und dann beleuchte ich die Bäume. Auch könnte man die ganze Deko auf einer kleinen Holzplatte, Frühstücksholzbrettchen fixieren, aufkleben und dann hätten wir es fürs ganze Jahr. Nochmal so eine Idee von mir. So. Batteriefach nach hinten. Jetzt sind die Bäumchen beleuchtet. Das war jetzt nur eine 10er-Kette, eine 20er kann man vielleicht dann hier vorne noch irgendwas machen. Jetzt kommt der Deckel drauf, die Haube, die Klosch. Und das ist ein bisschen komplizierter, weil auch, wie gesagt, der Kranz.
Hans ein bisschen höher ist. Ich möchte das gern, dass der hinten hoch steht, dass man den ein bisschen sieht. So, und dann mache ich das jetzt rein und dann gucken wir uns nochmal fertig an. Im Hintergrund gerade meine Zimmeruhr. Zu jeder vollen Stunde zwitschert da ein anderer heimischer Singvogel. So, die Haube ist drauf. Beleuchtet ist es. Und dann kann man, was ich ganz schön finde, für den Winter, für die Weihnachtsdeko, nochmal eine besondere Deko anhängen. Aber nur, wenn man mag. Hier habe ich Engelflügel. Und ich finde es halt toll, weil das ja bei mir ganz lange stehen bleibt, auch für die Winterdeko mit einer Schneeflocke. Kann ich dranhängen. Und wie gesagt, du kannst es ganz einfach auch auf dem Kuchenblech machen, Backform auf im Tablett. Es muss ja keine Haube sein. Aber vielleicht hast du ja sowas. So, und dann ist es fertig. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen. Du konntest es gut nacharbeiten und findest noch viel, viel mehr an meinem Kanal. Es gibt ja nicht nur meine Blumen- und Winter- und Weihnachtswerkstatt, sondern auch Häkeln, Stricken, Basteln, tolle Mützen, Stirnbäder an, einfach gemacht. Meine Häkel- und Strickschule, meine Nähschule, Bastel mit Butterbrotpapier, Chevy Chic, Möbel wieder auffrischen und toll gestalten. Und. Upcycling ist mir ganz wichtig und Basteln für und mit Kindern auch, wie bei meinen Krippenfiguren aus alten Verpackungen und Upcycling, Altstoff, Altkleidern. Vielleicht interessiert es dich, mich würde es freuen. Schau doch mal rein. Sondern alles Liebe, schön gesund bleiben und bis wieder mal. Kerstin. Tschüss.